Hallo und herzlich willkommen bei Norbert und Christine. Dieses Mal nehmen wir euch mit in die Lüneburger Heide. Unsere erste Übernachtung haben wir in Bispingen gemacht. In Bispingen am Schwimmbad gibt es einen Parkplatz, auf dem darf man mit dem Wohnmobil 24 Stunden kostenlos stehen. Als wir angekommen sind, haben wir die Zeit genutzt. Es war schönes Wetter und wir haben einen schönen Spaziergang gemacht. In der Pizzeria waren wir eine leckere Pizza essen, die hat uns sehr gut geschmeckt. Können wir nur empfehlen. Hier seht ihr das Schwimmbad in Bispingen, also wir standen genau auf dem Parkplatz zwischen dem Schwimmbad und dem Kindergarten. Die Touristinformation in Bispingen hat uns einen Stellplatz empfohlen in Oberhaberbeck. Und zwar ist dieser Stellplatz besonders geeignet, weil man von hier aus direkt in die Heide laufen kann. Die Touristinformation in Bispingen könnt ihr gerne mal besuchen gehen. Die Mitarbeiterinnen dort sind äußerst freundlich. Leider waren wir circa 2 Wochen zu spät. Das heißt, die Heide stand nicht mehr in voller Blüte. Wir haben zwar noch schöne Teile gesehen, die geblüht haben, aber diese große, richtige Heideblüte haben wir leider verpasst. Das Wetter hat es echt gut mit uns gemeint. Wir haben mehrere Wanderungen gemacht und die Ruhe in der Heide genossen. Wir haben einige Bilder für euch zusammengestellt. Schaut doch mal, vielleicht animiert es euch ja, auch mal in die Heide zu fahren. Dann fahrt ein kleines bisschen früher als wir dieses Jahr. Bei uns war es September. Ende August ist wohl die richtige Zeit. Thank you.
Es war schön, dass wir auch die Pfleger der Heide gesehen haben. Eine Herde Heidschnucken mit Ziegen, die dafür zuständig ist, die Heide kurz zu halten. Schnucken und Ziegen. Weißt du, warum die so abgehen? Die wollen allen gar einen Platz in dem Schatten. Die Neugier hat uns getrieben und wir haben uns auch Heidehonig gekauft. Für 500 Gramm haben wir 13,90 Euro bezahlt. Das ist natürlich ein sehr stolzer Preis. Der Honig hat aber auch einen besonderen Geschmack. Das war unser kleiner Ausflug in die Heide. Wir sind viel gewandert, haben das schöne Wetter genossen, haben die Heideblüte zwar leider ein bisschen verpasst, aber dafür war auch nicht viel los. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Wir würden uns freuen. Norbert und Christine.